liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion von Shadowlord. Ja, im letzten Part haben wir, ich zeig's euch mal kurz, die alle Porträtgeister eingefangen. Natürlich werde ich doch in diesem Part noch eben mal kurz zeigen, was die Texte von ganz anderen Geistern sind. Muskelmuckibudengänger, so. Mr. Astral Universum, 26 Jahre alt. Der Fitnessfanatiker steht auf Muskeln und Lilien. Warum Lilien? Ja, nun, sie symbolisieren Reinheit. So rein wie meine Seele, oder wie? Nicht ganz, denke ich mal. Gut, das war jetzt ein bisschen fail, aber nur ein klein wenig. So, Badeschönheit, Fräulein Petunia. Alter unbekannt. Vor 6 Jahren wurde sie Vize-Miss Astral. Doch sind die Mod-Aufträge in letzter Zeit eher mau. Was irgendwie nicht wundert, wenn man bedenkt, dass sie doch etwas hat gehen lassen, wenn wir es mal nett ausdrücken wollen. Strickende Großmutter Oma Adele, 76 Jahre alt. Noch immer strickt sie am zu Lebenszeit begonnenen Schal. Momentan eine Länge 800 Meter. Wow, das besichert eins von Guinness Buch der Rekorde. So. Einsamer Billardkönig Volker Volltreffer, 29 Jahre alt. Eine Koryphäre in Sachen Neunball. Zu dünn, dass er erst nach seinem Ablehnen damit begonnen hat. Ja, hättest du mit zu Lebzeiten angefangen? Wer weiß. Und dann Zwillingsbrüder Vortis und Wegbert. Alter, jeweils 5 Jahre. Ihr seid scheiße. Sie spielen gerne Verstecken. Allerdings beide zugleich, so dass das Spiel nie ein Ende findet. Oh, mein Nemesis. Riesengeist Bulussus, Alter, unbekannt. Schließen sich die Buhus zusammen, nehmen Geister und Geisterkraft gleichermaßen zu. Ich hasse dich! Und dann Vasensammler Vasili, Alter, unbekannt. Seine antiken Vasen ließen ihn so sehr, liegen so sehr im Herzen, dass er nun in einer von ihnen wohnt. Warum auch nicht? Dauerdöses Mädchen Sina T, irgendwie ganz komischer Name, was nur ein Nickerchen werden sollte, scheint zu ihrer ewigen Ruhe geworden zu sein. Sturm und Schlaf, ekelhaft. Unersättlicher Künstler Vincent van Gief, der aussieht wie Van Gogh, was wahrscheinlich auch eine Anspielung ist, Alter 59 Jahre alt. Zwar hat er mit 30 Jahren nichts erkauft, aber der sture Kerl will seine Kunst nicht sterben lassen, dafür ist er selber drauf gegangen. Finsterer Einsiedler, Onkel Bitterlich, Alter 45. Du siehst sehr viel älter aus, mein guter Freund. Auf der Selbstsuche flüchtete er in die Finsternis. Yeah! Was dem Rest der Familie gerade recht ist. Ey! Arschlöcher! Boah! Die Spielzeugarmee, Aufziehsoldaten! Dass das Geister sind. Eins im Besitz eines unklaren Umständen verletzten Sammlers. Nun laufen sie ohne Aufziehen. Vielleicht sind es ja Gegenstände, die ein bisschen der Geisterkraft ihre Formbesitzer übernommen haben. Oder halt die Seelen. Gletscherkletterer, Herr Alpenträumer. Was für eine Anspielung auf Albtraum. Alter 30 Jahre alt. Die eisige Umgebung mag der Grund sein, warum er sich nicht dafür wärmt, kein Geist zu sein. Vollidiot. So, mal sehen. Wir haben alle Items. Unsere Juwelenauswahl ist echt nicht von schlechten Nässern. Leider haben unsere Münzen ein bisschen nachgelassen und wir haben nach der Zeit nicht das Problem, was die Gäste betrifft. So, und nun wollen wir es doch mal aufmachen in den letzten Raum. Wir sehen können noch einmal diese finsteren Dornen, die noch ein letztes Mal auf unsere Pikenschlüssel reagieren. Diese nun werden nun verschwinden. Und seht euch mal die Tür an. Echt gruselig, nicht wahr? Tja, Leute, was mag sich wohl hinter der letzten Tür verbergen? Wir wissen es bereits eigentlich schon, aber hier kommt nun der Beweis. Der Altarraum! Nun, liebe Leute, nun geht's auf zum großen Finale. Alles, das hätte ich verwundert. Jetzt hier kann man noch was abkassieren und das nicht so knapp. Was ich natürlich versuchen möchte. So, auch noch, da haben wir einen Spiegel. Hier haben wir nochmal einen Goldbarren. Okay, ja, habe ich. Und dann nochmal dieser Kronleuchter, wo nochmal ein Aquamarie drin haben. Man kann gar nicht glauben, dass sogar hier noch Schätze drin sind, nicht wahr? So, leider, sobald wir weiter nach vorne, leider waren das schon alles, was wir suchen können, denn wenn wir noch weiter nach vorne gehen, taucht auch schon das Event getriggert. Okay. Die könnte uns doch noch ein bisschen ansaugen. Aber er geht leider auch nicht, denn nun, liebe Leute, beginnt das Finale! Ach, stundenlang könnte ich mein wunderschönes Mario-Gemälde ansehen. Es ist wahr, was man über anspruchsvolle Kunst sagt.
Man braucht ein feingeistiges Wesen, um sie wertzuschätzen. Der hilflose Ausdruck in deinem Gesicht, Mario, der macht mich so zufrieden. Mag sein, dass meine bisherigen Erlebnisse mit dir ein wenig zu dieser Sichtweise beitragen. Mal ganz ehrlich, wer ist denn so blöd und glaubt, dass wir ihn einfach mal loswerden? Man muss schon ganz schön blöd sein. Und was hat sich da eure Mario-Brüderchen bloß in die Suppe getan? Was hat euch Mario-Brüderchen? Eine ordentliche Portion Leichtgläubigkeit, was? Dein Bruder hat die ganzen Wege her zurückgelegt, um in einem Bild verewigt zu werden. Das ist doch wirklich großartig. Wie dem auch sei. Dieses Mario-Gemälde hängt so alleine da. Ich brauche unbedingt noch ein Luigi-Porträt. Dann ist erst meine Galerie komplett. Ich lach mich schickig. Von dir habe ich keine Angst, Suppenkasper. Höchstens von den Schreckwerk nur nach 16, den du auf deinen Rücken trägst. Eine echt dämliche Erfindung. Aber ich bin der König der Bohus. Ich schwöre, niemals werde ich ich gegenüber einem ordinären Haushaltsgerät Kleinbein geben. Außerdem wirklich abscheulich, wie du schwurpschleif, zugschleuter, schleutschlitzschwuppsmäßig meine ganzen treuen Freunde aufgesaugt hast. Kein Problem. Und glaub ja nicht, dass ich davon, saus. Ich werde mich dir entgegenstellen, wie es einem wahren Buhu angemessen ist. Komm und lass deinen Bruder Gesellschaft auf diesen Bild! Schwarze Magie, liebe Leute, und ihr seht, das Porträt von Mario verwandelt sich in ein Bowser-Porträt, wo rein König Buhu reinsaust. Guten Morgen. Oh, scheiße. Ich glaube, wir werden aufgesaugt. Ja, wir werden aufgesaugt. Nun wissen wir jetzt, wie es den ganzen anderen Geistern so ging. Die Buhus, die Porträtgeister, den ganzen allgemeinen ganzen Geistern. Nur letzte, Leute, Final Showdown auf dem Dach der Villa. Und wer könnte es anders sein als der König der Koopas, King Bowser. Und der ist verdammt groß. Und anscheinend hat er kleine Kopfschmerzen oder so. Tja, Luigi, nun darfst du beweisen, was du gegen Bowser ausrichten kannst. Liebe Leute, der epische Boss-Showdown-Kampf geht los. Luigi gegen König Bowser. Wow! Und der benutzt erstmal so seine ganz gemeinen fiesen Tricks. Erst einmal hier schmeißt er, rollt er Bomben auf uns. Diese müssen wir aufsaugen. Und ihn an die... Ah! Raus da! Das lief mal voll scheiße, muss ich mal zugeben. Okay, das ist schon mal keine gute Bewertung. Denn, liebe Leute, vielleicht habt ihr schon gefragt, ouch, wie die Bewertung funktioniert bei Bossgeister, wenn man doch nur einen Versuch hat, die aufzusaugen. Die Bewertung funktioniert so, je weniger Schaden ihr könnt, was passiert, umso besser ist die Bewertung, das Gemälde. So, wir müssen den Kopf, wir haben gerade König Bowser geköpft und raus kommt König Buhu mit seinen 500 Lebenspunkten. Nun können wir Buhu angreifen, während der Bowser großer Kopf uns angreift. Wir müssen den Angriffen ausweichen, denn diese frieren uns ein. Wer hätte das gedacht? Nachdem wir den König Buu eine Menge Schaden verpasst haben, setzt der Kopf sich wieder drauf und die zweite Runde beginnt nach demselben Schema. Bowser kommt angerannt, wir hauen ihm die Bombe auf den Kopf. Was? Ich war da jetzt nah dran, deswegen habe ich auch was bekommen. So, und wieder Angriff auf König Buu. So, diesmal können wir nicht die Blaukraft nutzen, damit König Buu da drin bleibt. Leider Gottes nicht, und wie gesagt, ihr seht schon, der Bosskampf ist alles andere als Bowser, dein Kopf ist irgendwie nicht ganz richtig so. Ja, nun dreht Bowser mal klitzeklein wie durch. Ah, scheiße. Und er macht die Säulen kaputt. Wenn die Säulen kaputt gehen, kann es sein, dass der Herz oder wie ein Fallopierpilze rauskommt. So, so, Blabom. Und wieder mal König Buu angesaugt. Wie gesagt, dieser Bosskampf ist alles andere als schwer. Und den Angriff des Bowser-Kopfes auszuweichen, auch nicht. So, damit haben wir auch schon die zweite Runde damit erledigt. Und der König der Buu von Koopas dreht mal wieder am Rad, denn der Kopf ist nicht ganz sauber. So. Dann Bowser, schmeiß doch mal wieder deine Bomben auf uns. Genau so. Ups. Puh, das hat ganz gut geklappt. Es war keine gute Bewertung mit dem Bosskampf, aber nun heißt es
Wir haben König Uhuru und Bowser besiegt! Und kriegen dazu noch ein Juwel. Yay! Wie gesagt, leider Gottes alles andere als wirklich anspruchsvoll oder schwer, aber am Ende heißt es, wir haben gesiegt! Yes! Take this, Bowser! Boohoo! Bowser kann nichts dafür, er wurde benutzt oder kopiert. Bowser lebt noch, liebe Leute, er wurde nur kopiert. Luigi! Natürlich, wenn es wieder mal besiegt. Luigi, du hast geschafft! Das ist wirklich außergewöhnlich! Mein Junge, Verstand erschreckt weg nach 16 aus meiner Entwicklung! Aber du hast dich bis nicht ganz nach oben durchgekämpft, mein Kleiner! Das stimmt! Ich habe die gesamte Villa aufgeräumt! Ich habe all deine Porträtgeister eingefangen und König Buhu! Top das mal! Du hast mich so stolz gemacht! Jetzt reicht sich zusammen, jetzt reicht die Verteidigung mal zusammen, jetzt! Wie bitte? Du hast König Buhu gefunden? Und dann ist er in ein Porträt von Bowser hineingesprungen? Sagst du? Sogar mit Feuerdach dir gespuckt? Und Eisbären wohlgemerkt. Heiliger Wimba! In all den Jahren meiner Geisterforschung habe ich noch nie eine so verblüffende Geschichte an meine Ohren gedruckt oder so. Und du musst bedenken, dass sich diese Karriere über 60 Jahre erstreckt. Nun, ich erinnere mich noch gut an meine Anfänge. Als junger Spund brachte mich bereits der Gedanke an einen Geist zu zittern. Zu zittern! So etwa wie Luigi? Oh, entschuldige bitte. Mir saßen so viele Dinge von damals wie heute durch den Morschenschädel. Ich könnte eine ganze Woche damit verbringen, Geistergeschichten zu erzählen. Nun, es bleibt noch eine Sache zu erledigen. Ganz genau. Ja, gut, Luigi. Schnapp dir das Porträt deines Bruders und bring es zu mir ins Labor. Ach ja, und damit habe ich es endlich geschafft. Der arme kleine Racker ist eingeschlafen. Er muss vor lauter Erleichterung und Erschöpfung zu angebrochen sein, als er dich angekommen sah. Ich kümmere mich mal darum, die Maschine startklar zu machen, damit wir deinen Bruder wieder in seine ursprüngliche Form bringen. Einverstanden? Ich erwarte euch beide. Danke sehr, Professor Igitt. Nun, nach diesem glorreichen Sieg gegen König Buhu, nehmen wir das Porträt unseres Bruders wieder in die Hand. Oh yeah. Und rennen damit schwuppdiwupp prompt zu Professor Igitt. Ha, läuft doch super. Das ist ja der Hammer. Du hast in einer einzigen Nacht alles erledigt. Gut gemacht, Luigi. Jupp, wie geht's, Leute? In einer Nacht haben wir die gesamte Villa aufgeräumt. Die von den Bohus errichtete Villa ist im Dunkeln der Nacht verschwunden. Doch der Schatz ist auf sich zurückgeblieben. Yes, Loot! Ich brauche solche Zeug nicht. Warte es von mir aus nach und mach damit, was du willst. Yes, Leute, den Loot behalten wir. Sag los, du hast genug von dem Geld einsammeln. Dann kümmern wir uns mal darum, deinen Bruder zu retten. Selbstverständlich ist mir dein Bruder lieb und teuer. Doch wir müssen uns zuvor um die letzten Geister kümmern. Das stimmt, liebe Leute. Bevor wir Mario zu verwandeln, müssen wir uns einfach darum kümmern, dass die Geister, die wir bisher angefangen haben, wieder zu Porträts werden. Was macht denn der Bowserkopf da drin? Tja, haben wir wahrscheinlich mit eingesaugt. Zusammen mit König Buhu. Die anderen Porträtgeister sieht man doch mal gar nicht. Bowser und Buhu sind gerade die wichtigsten. Was auch gar nicht so verwunderlich ist. Und ein letztes Mal, liebe Leute, sehen wir, wie die Geister zu Porträts gemacht werden. Und gerade eben hat man mir kurz geneckt. Kurz vorm Ende. Echt geil. So, einmal. Ach, doch noch eine Silberbewertung. Das ist gut. Dann einmal Silber für Vasili. Das ist Bronze für Sinati. Gold für Vincent van Gief. Dann nochmal Gold für Herr Onkel Bitterlich. Yes. Silber für die Soldaten. Und Bronze für den Herrn Alpenträumer. Ich würde mein gesamtes Haar gut verwetten, dass keiner außer mir ein solch gespätztes schönes Bild ersetzt. Das stimmt, lieber Igitt. So, und dann noch zuletzt nochmal die Auswertung. Onkel Bitterlich. Vasili. Vincent van Gief. Sinati. Aufziehsoldaten. Herr Alpenträumer und König Buhu. Macht summa summarum 23 Geister. Yes! Dann nochmal eine ganze Menge Münzen. Boah, die scheinen aber viel wert. Die Goldbarren. Die Aquamarine. Die Smaragde, die kleinen Rubine, die Diamanten, okay, das ist aber komische Werte. Und die goldenen Diamanten, guck mal, wie viel wert die sind, liebe Leute. Macht insgesamt 116.790.000 Gold. Keine schlechte Bewertung, muss ich mal sagen. Das speichere ich sogar mal. Und wie ihr sehen könnt, komme ich gleich zu. Erst einmal
die Zurückverwandlung von unserem geliebten Bruder. Dafür ist ganz einfach mit die Apparatur rückwärts abgefahren. Nun läuft da auch die gute als bekannte Superman Brothers, der gute als Superman Brothers Team. Nun muss Mario nur noch richtig ordentlich durchgeschleudert werden. Normalerweise würdest du das Geister Platz machen, aber andersrum kann man es damit auch wieder dreidimensional machen. So, anstapseln, ausspucken und angekommen. Aber wie sollen da jetzt rauskommen? Mario, hallo? Und Trapumpf! Autsch, das tat weh. Und ja, liebe Leute, damit ist Mario gerettet! Yes! Mission erfüllt! Luigi hat's geschafft, seinen Bruder zu retten. Und er kriegt erstmal einen Lachanfall, was ich so geil finde. Er freut sich vor zwei Tränen der Freude und kriegt zusätzlich noch einen Lachanfall, wenn er seinen Bruder sieht. Ich finde diese Szene echt genial. Und damit, liebe Leute, beginnt auch schon der Abspann von Luigi's Mansion. Resümee, ein sehr schönes, echt geniales Spiel für die GameCube, was ja zum Anfang der GameCube auch in Deutschland rausgekommen ist, was in Amerika aber total underrated ist, also total, es wird total nicht gewertschätzt. Also es ist interessant, dass es in Deutschland eine viel größere Fangemeinde hat als in Amerika. Muss ich mal sagen, wo eigentlich doch in Amerika vor allem doch die Mario-Reihe doch wirklich hoch gelobt wird, oder nicht? Oder was, Japan? Egal. Wirklich, ich finde es wirklich schade, dass es in Amerika kaum Beachtung findet, während es hier in Deutschland aber echt verdammt viele Fans hat. Ich freue mich auch schon auf Luigi's Mansion 2 für den 3DS. Ich glaube, das ist schon längst raus, oder? Oder kommt bald? Ich bin mir ganz sicher. Leider ist das Spiel, das einzige Manko, was ich an dem Spiel sagen kann, ist, na gut, zwei Mankos. Einmal das erste Manko ist, es ist leider viel zu kurz. Aber es war jetzt am Anfang von GameCube-Zeiten, da hatten wir noch nicht so viele Möglichkeiten oder sie haben noch nicht so viel getraut. Deswegen ist das Spiel leider etwas kurz geraten. Und, Bulussus ist einfach total zu beschissen. Die Idee ist ja an sich nett. Aber einfach nur scheiße. Muss ich mal sagen. Ohne Witz, das ist einfach nur scheiße. Mann, echt saft. Und viel zu kurz, wie gesagt. Also, ich hab, ihr seht ja gerade, ich habe nicht viel, ich habe vielleicht ungefähr 20 Parts für das Spiel gebraucht. Ich weiß nicht, bei welchem Part ich jetzt bin. Vielleicht ungefähr 20 Parts habe ich für das Spiel gebraucht. Und ich bin eigentlich ziemlich gut dabei, würde ich sagen. Was ich ja leider erst am Ende des Abspanns erfahren werde. So, was kommt denn jetzt danach? Also, am Ende, wenn man den normalen Story-Modus durch hat, kann man noch die Spiegel, die will er nochmal machen. Spiegelverkehrt, aber um einiges schwerer, also die Geister sind teilweise anders verteilt und so. Also ich habe mich mal angetan, ich habe aber komplett durch, also die Porträtgeister erinnert sich kein bisschen, aber die Anzahl der Mahngeister ist echt krass geworden. So, ich glaube, der Abspann ist schon zu Ende, oder? Scheinbar schon, ja. Tja, so endet also die Sache mit den Geistern. Professor Igitt war völlig aus dem Häuschen, seine Himmel zurückbekommen hatte, bis Luigi es leer vorhin zurücklassen. Finanziert er jetzt sein eigenes errichtetes neues Haus. So, mit den Geld bauen wir Luigi eine neue Villa und willkommen in Luigis neuer Villa. Beurteilung B. Je mehr Geld wir einsammeln, umso größer wird die Villa. Leider habe ich es bisher nie größer als B geschafft, muss ich zugeben. Schade. Nun denn, damit ist auch dieses Wochenendprojekt beendet. Die Seele von König Buhu ist einverleibt worden. Und ich würde euch sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste, mein neuestes Projekt, wenn ihr es wollt. Macht es gut!